Good morning in the morning. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ich nehme euch heute mit auf einen Tag, endlich wieder ohne Krücken. Reha, Training beim Kindl, Arbeit, Essen und alles, was dazu gehört. Also mal wieder ein kleiner Vlog. Es ist 7 Uhr in der Früh. Ich habe heute echt viel zu tun. Deswegen sind wir schon ein bisschen früher wach. Schäme mich jetzt aus dem Bett raus. Und mach gleich meinen Laptop an. Ein paar E-Mails beantworten. Ich arbeite ja 4 Stunden am Tag oder ich arbeite 20 Stunden in der Woche im Bayerischen Judoverband. Und es sind halt 4 Stunden am Tag, ne? Und will ich jetzt gleich in der Früh mal runter machen, weil dann habe ich danach Zeit für alle anderen Sachen. Deswegen stehe ich jetzt mal auf und ja, dann sehen wir uns gleich in der Vertikalen. You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never Jetzt 9.15 Uhr, also 2 Stunden gearbeitet. Jetzt ist kurz Zeit, was zum Frühstücken. Und jetzt gibt's, wie immer, ihr kennt das ja schon, mein Frühstücksporridge. Ja, und dann arbeite ich nochmal 2 Stunden weiter. Dann habe ich es für heute auch schon wieder geschafft. Dann kann ich mich um meine anderen Sachen, um meine anderen Projekte kümmern. Ja, da wird irgendwann in naher oder ferner Zukunft auf jeden Fall was auf euch zukommen. Ich weiß aktuell noch nicht so genau, wo ich da anfangen soll und so. Aber ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr hier dabei bleibt, auf dem Laufenden gehalten werden. Jetzt gibt es also erstmal was zu essen. Wie immer proteinreich, lecker, schnell gemacht und mit ein bisschen Obst und Kohlenhydrate. Irgendwie alles dabei. Da hinten, vor dem Mülleimer, liegt ja meine Schiene. Ich darf seit letzter Woche Montag offiziell ohne Schiene und ohne Krücken rumlaufen. Ich soll das natürlich jetzt nicht von null auf gleich komplett ablegen, sondern so Stück für Stück die Schiene und die Krücken loswerden. Deswegen, wenn ich zu Hause bin, laufe ich ohne Schiene und ohne Krücken rum. Und wenn ich rausgehe, dann mache ich die Schiene noch dran. Einfach falls irgendwie was Unvorhersehbares passiert, dass ich mir dann nicht wieder wehtue. Aber die Krücken bin ich auf jeden Fall schon ganz los und jeder, der schon mal Krücken hat, weiß bestimmt, das ist die größte Erleichterung, die man sich vorstellen kann. Das ist einfach wieder Lebensqualität, ohne Krücken rausgehen zu können, sich frei bewegen zu können, mobil zu sein, Fahrrad fahren zu können. Richtig geil! Und jetzt wird das Wetter auch noch so gut. Schaut euch das mal an. Pünktlich dazu. Einfach nur schön. War doch gar nicht so schlimm jetzt. 6 Wochen. Haben sich schon ein bisschen gezogen, aber ging irgendwie auch ganz gut vorbei, sind wir ehrlich. ESN, wann wollt ihr mich endlich sponsoren? Also ich wäre bereit. Sag ich, wie es ist. Also ich muss ja schon sagen, Homeoffice finde ich ja schon eine praktische Sache, aber auch eine sehr, sehr langweilige Sache. Also ich hätte schon gerne ein paar Kollegen und irgendwie jemanden, den man während der Arbeit treffen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz geil, zu Hause zu sein, ein bisschen Musik zu hören, was frühstücken zu können, keinen Arbeitsweg zu haben und so. Keine Ahnung, hat alles Vor- und Nachteile. Ich hatte ja noch nie einen Bürojob, so einen richtigen, wobei das jetzt ist eigentlich ein richtiger Bürojob. Naja, ich hatte noch nie einen Job, wo ich in ein Büro musste. Okay, es ist 4 Uhr, also 16 Uhr und Zeit für Training. Boah, ich freue mich. Ich ziehe mich jetzt kurz um und fahre dann zum Basti. Ich freue mich immer brutal, wenn wieder Zeit für Training ist. Das merke ich auch jetzt, wo ich wieder einen geregelten Trainingsplan habe. Das tut mir einfach so gut, eine Uhrzeit zu haben, bei der ich im Training sein soll, einen geregelten Trainingsplan zu haben und auch zu wissen, dass der strukturiert ist und dass er vorangeht, also progressiv ist und so. Das ist, glaube ich, für Leute, die aus einer Leistung
Leistungssportkarriere kommen, oft irgendwie das Thema, dass einem so diese geregelten Abläufe fehlen. Als Leistungssportler, gerade als Judoka, wo man halt zweimal am Tag in der Gruppe zusammen trainiert, hat es deinen Tag einfach vorgegeben. Du hast diese zwei Eckpunkte und daran richtest du dich und orientierst auch dein ganzes Leben, wie Uni, Beruf, Essen, Freunde, alles irgendwie um diese zwei Trainings außenrum. Und wenn die halt, wie bei mir jetzt, von einem Tag auf den anderen einfach wegfallen, ist die Gefahr groß, dass man einfach nicht weiß, was man mit sich anzufangen hat. Mir ging es nie so, zum Glück, aber ich kenne einige Leute, einige Freunde aus der Nationalmannschaft, die dann tatsächlich in ein relativ tiefes Loch gefallen sind und einfach nicht wussten, was sie mit sich anfangen sollen. Da habe ich mich aber so ein bisschen drauf vorbereitet mit meinem Studium, meinem Job. Ich habe eigentlich immer was zu tun. Deswegen bin ich sehr glücklich und sehr dankbar auch dafür. Nichtsdestotrotz freut es mich jetzt, dass ich wieder einen so einen Anker am Tag habe, der einfach safe ist. Wo ich auch weiß, dass der Basti auf mich wartet und wenn ich nicht da bin, dann tritt er mir ordentlich in den Hintern. Deswegen ziehe ich mich jetzt schon an. War dann los. Genau, wir sehen uns auf dem Radl. Bis gleich. Think about the times you let me go. Falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key. Ich hab meine Schiene vergessen, egal. Oh,
wieder zu Hause vom Training. Schön war's auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen zum Training habt, haut die auf jeden Fall in die Kommentare. Jetzt gibt's noch kurz einen Proteinshake. Also es ist jetzt kurz vor 7. Ich habe mich mal wie immer im Gym ein bisschen verratscht. Schön 2 Stunden da geblieben. Naja, es ist immer lustig dort, wie ihr vielleicht auch seht. Vielleicht machen wir jetzt mal einen Shake, weil ich noch nicht Abend essen will. Der zögert so ein bisschen meinen Hunger raus. Ich nehme wie immer Eiweiß und ein bisschen Kreatin. Ich finde einfach, also Eiweiß und Kreatin, ich nehme das eigentlich immer. Und jetzt aber ganz speziell halt während meiner Reha-Phase, weil ich halt wirklich einfach will, dass meine Muskulatur, vor allem im Bein, alle möglichen Nährstoffe hat, die halt die Muskulatur braucht, um jetzt halt zu wachsen, um schnell wieder zu regenerieren und um stabil zu werden. Ich natürlich möglichst schnell einfach wieder zurück sein will. Genau, so, das war's ansonsten von dem heutigen Tag. Wie geht die Woche weiter? Morgen bin ich wieder beim Basti, Mittwoch auch nochmal und dann bin ich übers Wochenende in Wien. Ich glaube, ich darf da im Galaxy Gym trainieren. Vielleicht nehme ich da die Kamera mit. Es könnte aber auch passieren, dass es mir zu unangenehm ist. Naja, schauen wir mal. Das würde euch dann auf jeden Fall nächste Woche erwarten. Wie immer, hat es mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert, was ihr gerne wissen würdet. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Habt viel Spaß, habt gutes Training. Und bleibt stabil. Bis dann.